Wir beginnen unseren Spaziergang durch die Altstadt mit der Wakil-Moschee und dem Wakil-Bazar. Die Wakil-Moschee wurde 1773 vollendet, während der Regentschaft von Karim Khan. Als damaliger Herrscher von Persien machte Karim Khan Shiraz zu seiner Hauptstadt und ließ zahlreiche prächtige Gebäude errichten. Wo wir schon von Karim Khan, dem ehemaligen Herrscher von Persien, sprechen, das hier ist seine Zitadelle. Hier hat er auch gewohnt. Nicht schlecht. Karim Khan engagierte die besten Architekten und Künstler seiner Zeit. Der Bau wurde in nur einem Jahr vollendet. Hier gibt es ein Gebäude, für das es sich lohnt, richtig früh aufzustehen. Die Nazir ul-Mulk Moschee. Sie wird auch die Rosa Moschee genannt, wegen der vielen rosafarbenen Fliesen. Besonders in der frühen Morgensonne entfalten die farbigen Bleiglasfenster ihre beeindruckende Wirkung. In Shiraz solltet ihr unbedingt das Grab von Hafiz besuchen. Er war einer der größten persischen Dichter und hat auch viele Europäer wie etwa Goethe beeinflusst. Shiraz ist seine Heimatstadt. Eine Autostunde von Shiraz entfernt liegt eine der bedeutendsten UNESCO-Welterbestätten, Persepolis, also die Stadt der Perser. 550 bis 330 vor Christus war es die persische Hauptstadt, bis Alexander der Große sie zerstörte. Wahrscheinlich ließ er sie niederbrennen. Das war seine Rache für die Zerstörung der Akropolis in Athen durch die Perser 150 Jahre zuvor. Wir sind jetzt in einem traditionellen Restaurant in Shiraz. Zum Abendessen probieren wir mal was Vegetarisches. Mirza Ghazemi und Koko Sabci. Mirza Ghazemi sind geräucherte Auberginen mit Knoblauch, Tomaten und Paprika. Und Koko Sabci ist ein Kräuteromelett mit frischen Kräutern, Eiern und Walnüssen. Dazu gibt's Brot. Wie schmeckt's?